Ich bin jetzt, glaube ich, ungefähr so 4 Kilometer gelaufen. Ich weiß, es klingt eigentlich nicht viel. Aber, ja, da hinten, falls man es sehen kann, ist die Harbour Bridge. Ich bin jetzt auf der Arcade Anzazit Bridge oder sowas und gehe zu meinem nächsten Hostel. Und ja, mit 20 Kilo im Gepäck ungefähr, weil ich einfach zu geizig bin, mit dem Bus zu fahren. Aber es wird mich auf jeden Fall noch weit bringen, weil es ist echt teuer, hier Bus zu fahren. Und die 16 Dollar, also 13 Euro, die werden mich auf jeden Fall noch weit bringen. Da kann ich mir auf jeden Fall ordentlich was zu essen holen. Das war's von mir. Und ich gehe jetzt erstmal weiter zu meinem nächsten Hostel und werde dann weiter sehen, was dann noch so abgeht. Die Tür muss man einen fünfstelligen Code eingeben, aber das Tor, das ist rund um die Uhr auf. So kann man durchgehen. Also ziemlich Ausschluss. Ich habe diesmal jetzt tatsächlich meinen ersten Job bekommen. Also einfach so im Hotel. Da wurde gesagt, ey, hier hast du Zeit, ganz schnell, da, wir brauchen jetzt da und da jemanden. Und dann habe ich halt gesagt, na klar, alles klar, worum geht's, wie viel bekomme ich? Bin dann hingerannt und ja, so funktioniert's hier in Australien. Ich bin hingerannt, vor mir stand schon einer, oder was heißt stand schon einer, der ist eigentlich mit mir gerannt quasi. Und dann ging es ja darum, okay, schnick, schnack, schnuck, wer bekommt den Job? Und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu blöd und habe dann gesagt, naja, nee, hier nimm du das. Und weil ich habe eh andere Pläne jetzt mittlerweile. Es ist total komisch hier. Also ich habe eigentlich den Plan, dass ich jetzt nach Cairns fahren werde. Erst wollte ich fliegen, aber ich denke, ich werde fahren und zwar mit Greyhound. Also das ist so eine Busfirma. Sowas, was bei uns halt Flixbus ist, nur halt bequemer, also so Überlandbusfahrten und mit Stopovers. Da ja von Sydney nach Cairns oder Cairns oder Cairns, je nachdem wer wie das halt gerne sagt, sehr viele Orte sind, die sehr, sehr schön sind und da will ich dann halt eine Weile bleiben. Ich wollte es die ganze Zeit nicht so machen. Ganz halt nicht so machen, dass ich Geld ausgebe, wenn ich hier bin, sondern wollte gleich anfangen zu arbeiten, dass ich ein kleines Puffer habe, ehe ich jetzt hier noch länger rumsitze und die ganze Zeit, ich bin ja gerade im Kindergarten, das ist geiler Kindergarten, das ist irgendwie, sieht aus wie eine kleine Kirche oder so, voll cool. Ja, dass ich jetzt überlegt habe, dass ich so einen Trip mache und zwar von Sydney nach Cairns und dort halt alles abgrase, dann habe ich halt einfach kein Geld mehr, fertig, und dann muss ich halt sehen, wie es weitergeht. Also ich schaue jetzt schon in Cairns, ob ich dort irgendwie was finden kann, Farmjob oder so, wo ich dann halt 3 Monate hintereinander dann halt abrackern kann. Halt eine der wenigen Möglichkeiten, um sich das zweite Visum einzuholen für Australien. Weil vielleicht will ich ja irgendwann nochmal wiederkommen oder vielleicht sage ich mir auch, ey, ich habe die Schnauze voll. Ich will hier nicht mehr sein, ich habe alles gesehen oder es reicht mir einfach und gehe dann das nächste an, weil die Welt ist groß und die Welt ist schön. Auch wenn es momentan für mich gerade nicht so aussieht, aber ich bin ja jetzt gerade mal die zweite Woche hier. Wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Da hinten ist City Zentrum. Also ich bin doch schon ein Stückchen weit gekommen. Zu Fuß 5 Kilometer. Ja. Anderes Hotel eingecheckt. Und das Hotel war am Anfang eigentlich ziemlich geil. Es ist sehr familiär dort. Es ist halt einfach zu weit weg vom Schuss. Also hier in der Nähe. Ich bin im Ort Roselle.
hier findet man einfach nichts. Also hier ist halt schon so kleiner Vorort, so im Vergleich. Ja, morgen geht's zurück nach Sydney. Da werde ich meine Wildcard beantragen. Ist es ganz einfach, steht zumindest auf jeder Seite, dass man sich da halt 7 Stunden lang einen Vortrag anhört und dann macht man einen kleinen Test. Ich bin ja auch so super im Test, was sowas angeht. Ich habe auch überhaupt keine Prüfungsangst. Aber es wird schon. Da habe ich meine Wildcard und Wildcard, nicht Wildcard, ne? Falls ihr jetzt irgendwie was Falsches hört. Das ist halt die Karte, dass man dann auf Baustellen arbeiten darf offiziell. Ich werde jetzt demnächst wieder Short-Filme machen, die ich dann hochstelle bei Instagram und werden dann später auch irgendwann bei YouTube dann sein. Das werde ich nochmal ankündigen. Und das hier ist jetzt aber erstmal mein erster Blog, Videoblog, Vlog, damit ihr erstmal wisst, was abgeht. Contemporary Museum ist zu empfehlen. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr in Sydney seid. Ist kostenlos, also ganze Jahr über kostenlos. Dann gibt es ein ziemlich geiles Museum. Das ist U-Boot, was am Hafen liegt. Und es ist tatsächlich umgebaut zu einem Museum. Kostet $4 der Eintritt. $4. Das sind 2,50 Euro oder sowas. Knapp 3 Euro. Also auf jeden Fall ist es sehr empfehlenswert. Also wurde mir gesagt, zumindest von draußen sieht es schon mal ziemlich geil aus, weil es ist ein U-Boot. Es ist einfach mal ein U-Boot und alleine schon in ein U-Boot reinzugehen, ist, glaube ich, schon die $4 wert. Ich denke, ich werde es machen morgen, wenn ich dann fertig bin mit der Wildcard. Samstag bin ich dann nochmal in Manly. Dort werde ich mich dann mit Freunden treffen und wir werden ein bisschen Barbecue am Strand machen. Darauf freue ich mich schon. Das wird der letzte Tag hoffentlich sein für mich hier in Sydney. Danach geht es dann weiter mit Greyhound, mit ganz vielen Stopovers von Sydney nach Cairns. Da werde ich auch wieder einen Vlog dann führen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann werden einfach nochmal ein paar Nachträge kommen. Schaut einfach mal bei Instagram und Facebook und YouTube vorbei unter Hendrixertainment. Hendrixer, mein Künstlername, und Entertainment. Ach, wie einfallsreich. Ja, das war's von mir. Haut da rein. Bis zum nächsten Vlog. Ciao. Morgen, Leute. Bei mir ist jetzt sogar 7.30 Uhr und bin auf einem halben Weg zurück nach Sydney. Hab noch nicht gefrühstückt und hab gleich eine Vorstellung, gleich ein Vorstellungsgespräch für Baustelle und ja, einfach mal sehen, wie es läuft. Da ich noch nicht gefrühstückt habe, werde ich jetzt meinen Wundertrunk nehmen und was kann das anderes sein, außer Hendrixer. Den Slogan darf ich nicht sagen, sonst kriege ich Probleme. Ist nämlich mein Prototyp und wenn ich den sage, dann komme ich in den Knast. Das ist eine ganz große Firma und ich wusste das vorher nicht. Gut, dann. Das war mein Morgengruß, der schon wieder eine Minute geht, weil ich zu lahmarschig bin mit dem Reden. Be free, feel the difference. Ich hab's gesagt.